Wir haben den Pool schon mal vorgewärmt für Larissa Ries, aka Larry Luke. Sie kommt gleich vorbei und ich bin gespannt, ob sie ihren Hund Wilma mitbringt. Und wir wissen alle, Larissa ist ein großer Reality-Fan und das könnte auch ein kleiner Reality-Nerd-Talk werden. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Geht's dir gut? Mir geht's fantastisch. Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Sehr gut. Das Team ist schon sehr enttäuscht, weil Wilma nicht dabei ist. Ja. Wo ist sie? Ja, du, die macht gerade noch ein anderes Set auf einem anderen Festival, auf dem Southside. Ah, okay. Die legt da auf. Also sie ist ja gehörlos tatsächlich. Und ja, und deswegen, glaube ich, wird das... Bei wem geht's mehr ab in der Menge? Bei Wilma. Wilma natürlich, ist auf jeden Fall... Natürlich. Wilma ist schon sehr beliebt bei den Fans. Nee, aber tatsächlich, also ich nehme sie nicht mit. Ich könnte sie ja mitnehmen, weil sie ja tatsächlich gehörlos ist. Liegt aber nicht an mir. Und ja, aber nein, ich nehme keine Familienmitglieder mit. Aber hat Wilma schon Festival Experience? Also war sie schon mal mit dabei? Sie war, so? Du, die war einmal tatsächlich während der Tour mit dabei. Ja. Aber sie war nicht im Gebäude, sondern draußen sozusagen. Ja. Jetzt spielst du heute Abend dein Set, auch relativ spät. Hattest du schon irgendwie die Gelegenheit, dich auf dem Gelände so ein bisschen umzugucken, dich akklimatisieren? Ja, also auf dem Festival selbst noch nicht. Ich finde aber, dass man das immer ganz gut auch im Backstage-Bereich merkt, wie die Leute drauf sind, weil du merkst schon auch, wie kommen die Künstler von der Bühne zurück. Und ich hatte schon andere Festivals, wo du gemerkt hast, Publikum war schwierig und so, weißt du, und dann redet man auch darüber und so im Backstage. Und bisher habe ich das Gefühl, alle sind mega gut drauf. Also es ist wirklich eine sehr entspannte, ausgelassene Stimmung gerade. Von daher gehe ich davon aus, dass es gut wird, obwohl es ja geregnet hat. Ja, gestern war hier Weltuntergang, ja, wirklich. Ja, ich habe es gesehen. Wir standen knöcheltief im Matsch, das war Weltuntergang. Es tut mir leid, Weltuntergang. Aber ich habe mich ja gefreut. Warum? Weil dein Tag jetzt der gute ist, oder was? Nee, weißt du was? Weil ich spiele in einem Zelt. Deswegen, ja. Weil ich will, dass die alle zu mir kommen. Ja, weil ich spiele gleichzeitig mit KIZ und mit Brutalismus 3000. Harte Konkurrenz. Und, ja, sehr harte Konkurrenz. Und deswegen hoffe ich, dass es später regnet, damit die alle schön zu mir kommen in mein Zelt. Kommt rein! Ja! Wen hast du denn schon gespottet hier Backstage, weil du gesagt hast, du hast den Künstlern schon so ein bisschen ins Gesicht gucken Kesper können? Habe ich gesehen, die Leoniden habe ich gesehen. Ich habe versucht, Avril Lavigne ausfindig zu machen, aber die spielt jetzt gerade schon. Ah, ja, okay. Ich habe sie leider verpasst. Wirst du dir noch irgendwas angucken können, bevor du jetzt gleich ins Zelt gehst? Nee, leider Shit. Nicht. Nee, wir schaffen es jetzt leider nicht mehr. Vor allem jetzt auch so, ich will auch nicht so wirklich in die Menge mit dem Bauch. Ja, okay, klar. Und so, und dann, ja. Aber Avril wäre so dein Ding gewesen? Hätte ich schon gerne geguckt, weil ich war damals ja auch so großer Avril Lavigne-Fan. Ich glaube, ich war so, keine Ahnung, vielleicht 15 oder so. Und habe ich damals auch so diese Schweißarmbänder und so angehabt. Ja. Karo-Muster. Karo-Muster und natürlich die Krawatte und so. Und ich glaube, dass die live sehr, sehr gut ist. Ja, ich hoffe es. Also ich bin sehr gespannt auf den Auftritt gleich. Ja. Du warst 2022 da, ja, richtig. Ja. Was ist aus deiner Sicht so das Besondere am Hurricane? Also ich denke, dass hier das Publikum sehr speziell ist, weil die Leute sind halt wirklich richtig musikaffin, weißt du? Es ist nicht so ein Festival, wo die Leute hinkommen und sagen, ach, das mache ich jetzt für meinen Instagram-Account und ich bin jetzt einfach nur da, um schön auszusehen, sondern das sind so richtige Musik-Lover. Mhm. Und es ist auch geil für dich als Künstler, weil du das Gefühl hast, okay, die auf der einen Seite sind die schon recht kritisch, aber die wissen deine Musik auch wirklich zu schätzen, weißt du? Und du merkst halt auch so, selbst wenn man Songs spielt, die jetzt nicht so in den Charts sind, ja, und vielleicht so ein bisschen underground sind, du merkst immer, ein paar Leute wissen ganz genau, was man gerade spielt und die freuen sich umso mehr. Und das mag ich halt sehr gerne im Hurricane. Also das heißt, mehr echte Fans. Ja, total. Ja. Also wirklich richtige Musikfans und auch aus allen bestimmten Bereichen. Also du hast hier nicht nur die Rockfans, sondern du hast auch krasse Hip-Hop-Fans und du hast halt auch Techno-Fans da. Ja? Also Leute, die wirklich auch im Club sich wohlfühlen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich dann auch in so einem Zelt spielen kann, weil da hast du auch so richtig so dieses Club-Feeling, aber halt auf dem Festival. Wann ist so der Punkt, wo du merkst, dass genau das der Fall ist? Dass das wirklich echte Fans sind, die Bock haben, hier irgendwie mit dir zusammen zu feiern? Ich weiß nicht, es ist so ein Gefühl, weißt du, ich glaube, das ist so, Auflegen ist immer so eine Interaktion mit den Leuten und du kriegst ja schon auch viel mit, auch wenn ich recht weit oben stehe, fühle ich ja schon, wie die Leute drauf sind und das ist schon so ein Ding, entweder die Leute tanzen so mit sich und die reden ein bisschen und dann holen sie sich da mal ein Bier und dann wechseln sich immer wieder auch die Reihen so durch und bei so richtigen Hardcore-Fans merkst du halt, die stehen von Anfang bis Ende auf ihrem Platz, die sind auf dich gerichtet, die fühlen die Songs und ich habe auch so das Gefühl, die gehen so richtig die Reise mit einem mit, weißt du? Also so immer das, was ich mir so musikalisch ungefähr überlegt habe, das funktioniert dann auch. Also am Anfang hast du dann zum Beispiel Leute, ja, die vielleicht vorher nicht so techno-affin waren und die nimmst du dann so langsam mit in die Techno-Welt und dann gehen sie immer mehr ab und so und das ist wirklich so ein, ja, das ist so ein Gefühl einfach, so ein, man ist mit denen so connected. Irgendwie. Aber das ist doch super spannend, weil du machst dir ja auch im Vorfeld Gedanken, wie diese Reise aussehen könnte und wie waren deine Gedanken heute Abend für die Reise? Heute habe ich mir gedacht, fang ich direkt hart an. Das ist nämlich das Geile beim Hurricane. Direkt Vollgas rein. Ja, voll, weil es gibt auch so manche Festivals, es liegt auch immer so ein bisschen an der Uhrzeit oder wo man spielt und wer vor
vor und nach einem gespielt hat. Und da kann zum Beispiel sein, dass ich so ein Set ja vielleicht ein bisschen langsamer so aufbaue, weißt du, und das dann irgendwann später vielleicht ein bisschen mehr abgeht. Und heute wusste ich einfach, nee, da kannst du richtig draufhauen. 1,5 Stunden richtig harte Musik. Und da freue ich mich voll drauf. Ich habe wirklich alles eingepackt, was ich an harten Songs finden konnte und mal gucken, was ich davon spiele. Aber es wird auf jeden Fall, heute wird's ballern. Also wer richtig abgehen will, sollte im Zelt vorbeischauen heute. Ja, unbedingt. Wie dickst du nach Mucke? Also wie ist für dich eine Entscheidung, wenn du sagst, okay, das ist ein guter Song, den nehme ich mit auf? Ich mache das immer total nach Gefühl. Also ich bin da gar nicht so, dass ich jetzt sage, ich schaue jetzt explizit nach Songs und gucke jetzt in den Charts und gucke jetzt auf der und der Webseite, sondern das ergibt sich vor allem. Also bei mir ist das viel, ich bin sehr viel auf Soundcloud und gucke mir auch viele Sachen an, die vielleicht nicht so bekannt sind und verliere mich dann da irgendwann drin. Ich gucke mir aber auch viele Sets von anderen Künstlern an, auch aus verschiedenen Genres. Also ich versuche nicht so in einem Genre zu denken, weil ich schon oft überrascht wurde von anderen DJs, die komplett was anderes spielen und Songs aber drin hatten, wo ich dachte, wie geil, den kann ich auch spielen und das passt ja auch zu mir. Und das mag ich eigentlich am liebsten, also wirklich zu gucken, was gibt es noch an anderen Genres, was kann ich so in mein Potpourri reinpacken und was davon ist Larry Luke. Und das mag ich eigentlich so am liebsten. Das ist jetzt fast schon eine philosophische Frage, aber was ist denn gute Musik für dich? Also wann ist ein Song gut? Das ist immer eine Gefühlssache und ich finde es immer subjektiv. Also ich habe mal an der Uni gelernt, dass man Musik in jeder Sekunde anders wahrnimmt und das stimmt ja auch. Also zum Beispiel, ich höre wahnsinnig viel auch so Singer-Songwriter-Musik zu Hause. Mein Mann sagt immer so, oh, du wieder mit deiner Depri-Musik. Und ich denke immer, ey, das ist voll romantisch und voll schön. Weißt du, also jeder nimmt ja die Musik immer anders wahr und es kommt auch mal drauf an, wie man drauf ist. Meine Musik zum Beispiel kann total aggressiv für manche Leute klingen und für andere klingt sie total euphorisch. Und ich glaube, deswegen kann man das gar nicht so festmachen, was ist gute Musik, sondern das muss man immer in dem Moment auch selbst entscheiden. Es ist einfach eine Kontextfrage. Ja, ist es. Also ich stand auch gerade bei Tom Odell und hatte eine Träne im Auge so. Ja. Und dachte so, okay, krass, wo kam das denn jetzt plötzlich eigentlich her? Ja, genau. Ja. Und andere hätten vielleicht gesagt, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, oder so, wahrscheinlich nicht bei Tom Odell, aber ne, who knows. Jetzt bist du ein unfassbarer Tausendsasser. Also Musik, Schauspiel, es ist so viel bei dir, Moderation. Woher nimmst du die Energie auch jetzt für so einen Abend wie heute? Was ist so dein Geheimnis? Ich sag nein. Ich sag ganz, ganz viel nein. Ich habe früher ganz, ganz, ganz viel ja gesagt zu allen möglichen Jobs, weil ich halt gern so viele Sachen immer gemacht habe. Und dann irgendwann, aber mit der Zeit habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich will nicht mehr zu allem ja sein. Ich will wirklich nur noch die Sachen machen, die mir richtig Spaß machen und die mich erfüllen. Und so habe ich angefangen, wirklich so Sachen auszusortieren und mache jetzt wirklich nur ganz, ganz wenig, also für meine Verhältnisse ganz, ganz wenig und konzentriere mich im Moment vor allem einfach extrem auf die Musik. Und so habe ich natürlich auch mehr Freizeit jetzt. Und dann kann ich auch mehr Energie wieder in den Job stecken, weißt du, anstatt in 20 Projekte gleichzeitig. Deswegen ist jetzt Larry Luke so mein absolutes Hauptprojekt. Also da geht die ganze Energie jetzt rein. Umso schöner, dass du zu uns ja gesagt hast heute. Ja, natürlich. In deinem engen Zeitplan. Ja, ach, was für euch ist immer. Aber wie schaffst du es alles unter einen Hut zu kriegen? Ich bin super organisiert. Also ich bin, es war schon immer so mein Talent. Also ich bin sehr, sehr organisiert. Ich mache alles mit Listen. Ich bin sehr geordnet, auch zu Hause und so, damit ich einfach zum Beispiel auch jetzt mein Hotelzimmer, ne? Wenn man jetzt mein Hotelzimmer... Ist ordentlich, wenn man reinkommt? Alles ist ordentlich und es ist vor allen Dingen schon die ganze Wäsche für morgen ist schon auf einem Stapel. Schlafanzug und alles ist auf dem anderen Stapel, damit ich mache mir das Leben leichter, indem ich vorher einfach so aufgeräumt bin sozusagen. Also du kommst heute Abend nach Hause und du weißt ganz genau, wo der Schlafanzug liegt und du weißt ganz genau, was du morgen schon anziehst. Ja, genau. What? Ja, und so mache ich, ich mache auch immer, also ich packe immer nach Outfits und so, weißt du? Also ich versuche das alles immer so schön zu strukturieren, damit ich später so kein Durcheinander habe, weil ich eben auch so quirlig bin und viele Ideen gleichzeitig habe und viele Sachen gleichzeitig machen möchte und so habe ich diesen anderen Teil von mir, der mir quasi hilft, das alles zu sortieren und ordentlich zu machen. Aber gibt es dann nicht den Moment, wo du morgens vorm Spiegel stehst und denkst so, ah, hätte ich doch abends mal was anderes rausgelegt? Nee. Echt nicht? Nee. Weil, krass, warum? Okay. Weil ich tatsächlich mich gar nicht so verrückt anziehe. Also ich bin jetzt so, für die Gigs, klar, da ziehe ich dann auch mal andere Sachen an und so. Aber ich muss sagen, wenn ich so im Alltag bin, ich schmink mich dann nicht so viel. Und ich habe eigentlich immer die gleichen Schuhe an. Ich habe immer die an, die habe ich doppelt. Und bin da jetzt gar nicht, also dass ich sage, oh, heute hätte ich mich so und so lieber anziehen sollen. Und im Moment ist es so, dass durch die Schwangerschaft mir eh die Klamotten kaum noch passen. Das heißt, ich habe nicht so viel auszusuchen. Ich muss das nehmen, was ich jetzt halt gerade irgendwie habe.